Mit einem Oatmeal Stout geht's in den Polish Beer Friday jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid bereit für ein neues Bier aus meiner Lieblingsdestination, wenn es um Craft Beer geht, Polen. Und ja, beim Fest in Breslau, das ich ja regelmäßig besuche und mich da auch mit Sam Martin treffe, mit dem Tomek Kopyra, und dann gesellen sich immer noch die ein oder anderen internationalen Blogger dazu, beziehungsweise man lernt auch dort neue Leute kennen. Da ist ein Besuch immer wieder Pflicht, und zwar bei Browar Artisan. Und das ist mit dem Jacek eine Brauerei, die, glaube ich, relativ kompromisslos ihren Weg geht und Biere braut, die tatsächlich dann hier und da auch ihresgleichen suchen. Und ich habe mir mitgebracht, Czarna Wolga steht eigentlich drauf, aber wenn ich mich jetzt richtig orientiert habe in der Aussprache, ist dieses L mit dem Strich durch ein W und dann ist das Wolga. Also, ich gehe trotzdem davon aus, dass es sich dabei um die Wolga, also den Fluss, handelt. Bin mir dabei jetzt nicht besonders sicher und habe auch vergessen, es tatsächlich übersetzen zu lassen. Bottle Cap von Browar Artisan, Oatmeal Stout mit 5,5 Volumenprozent Alkohol, 30 Bittereinheiten und 14 Grad Plato. So, und dann werden wir das Ganze mal öffnen und schauen, was wir da zum Vorschein bringen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Flasche rutscht ein bisschen. Ich will nicht, dass die mir jetzt aus der Hand fällt, wenn ich das einschenke. Ja, ein schöner beiger Schaum. Der macht allerdings nicht so den übertrieben stabilen Eindruck, aber das Bier drunter ist dann schon wirklich, ja, das ist das, was der Engländer, glaube ich, als Pitch Black bezeichnet. Also wirklich tiefschwarz und da ist auch kein Durchsehen möglich. Also ich glaube, das kann man sehr gut erkennen. Da ist kein Schimmer von irgendwas zu sehen, sondern das ist einfach nur tief rabenschwarz. Oh. Bevor ich jetzt auf Kaffee und sonstige Röstaromen eingehe, das ist eine relativ erdige Note, die da rauskommt. Aber richtig kräftig. Meine Fresse. Ansonsten natürlich die üblichen Kaffee- und Röstmalznoten. Dunkle Malze und so ein bisschen Milchschokolade mit dabei. Aber diese so erdige Noten in der Nase, sehr witzig. In diesem Sinne, cheers! Was erst mit dem auffällt, ist eine sehr, sehr kräftige Kohlensäure. Hätte ich jetzt bei einem Oatmeal Stout gar nicht so intensiv erwartet. Viel bittere Schokolade, viel Kaffee, Röstmalze. Hat ein sehr, sehr schön weiches Mundgefühl, eine ganz, ganz leichte Süße. Aber was halt tatsächlich auffällt, ist diese doch überraschend kräftige Bittere bei diesem Bier. Und es ist jetzt vom Körper her, und das ist vielleicht auch ganz spannend, es hat ein sehr weiches Mundgefühl, aber das kommt auch ein bisschen daher, dass das Bier eben nicht ganz so vollmundig ist, sondern dass es eher dazu neigt, ein bisschen zu verwässern. Es ist eher ein schlanker bis maximal mittlerer Körper. Wie gesagt, sehr, sehr kräftige, sehr, sehr feine Kohlensäure. Muss ich sagen, ist mir fast ein bisschen too much bei dem Bier. Und eher, wie gesagt, von der Textur her auch ein bisschen wässrig, das Ganze. Hinten raus, ja, sehr röstmalzig, das bleibt einfach. Es kommt ein bisschen die Süße in den Hintergrund, dafür vielleicht ein Tick trockener. Und wie gesagt, diese Kaffeenoten bleiben, aber
Bei dem Bier tatsächlich, muss ich fairerweise sagen, stört mich ein bisschen die doch sehr intensive Kohlensäure, wobei ich sonst geschmacklich wirklich sehr, sehr gut finde. Aber die Kohlensäure ist mir einfach an der Stelle ein bisschen too much. Deshalb von ProbierTV für das Czarna Wovga Oatmeal Stout aus dem Hause Browar Artisan gibt es am Polish Beer Friday 3,5 Punkte für das Czarna Wovga. Und ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen und es heißt jetzt nichts Unanständiges, was ich hier die ganze Zeit in die Kamera gesagt habe. Wenn doch, dann schreibt mir bei YouTube, Facebook oder auch im Blog, was ich da die ganze Zeit gesagt habe. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Ich verbringe das Wochenende auf dem Oktoberfest. Schau mal, was die Münchner so können. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das Montag, Dienstag, Mittwoch hinbekomme. Bin dann nämlich immer noch in München. Vielleicht melde ich mich da dann live aus München oder re-live, muss ich mal sehen. Habe auch noch das ein oder andere Video im Hintergrund, was ich dann einsetzen könnte. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wie gesagt, genießt diesen Freitagabend noch und lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wünsche euch ein schönes Wochenende. Und habe ich euch schon ein schönes Wochenende gewünscht? Nein, ich glaube nicht. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder beim nächsten Video hier bei ProbierTV. Bis dann. Tschüss, Baba. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.